Wie diejenigen unter euch, die mich schon länger verfolgen, wissen dürften, birgt Jovik so das ein oder andere Mysterium. Dennoch gibt's immer ein paar Dinge, die wirklich nur dem ganz aufmerksamen Auge auffallen. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, für die gesamte Star Stable Community mal die Augen offen zu halten und auf die kleinen Details zu achten, die einem sonst entfallen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die erste Sache dürfte sicher schon einigen von euch aufgefallen sein. Denn im geheimen Steinkreis befindet sich ein Buch, was offen auf dem Tisch liegt, worin man den Text tatsächlich lesen kann. Der Text lautet Book text. Mixed text about things. Guess it's about very important stuff. At least it's filled with endless of wisdom. But this text is just nothing, just trying to look like some default text. However, you should have a really nice day and hope you enjoy Star Stable Online. This text continues here and goes on and on through the complete book, from first page to the last one. So much text everywhere. Laters and best regards, Star Stable Development Team. Allerdings ist es seltsam auffällig, wie viele Rechtschreibfehler in diesem Text versteckt sind. Wusstet ihr, dass jeder der Sorcerer das Emblem seiner Kraft irgendwo am Körper trägt? Wenn wir zum Beispiel Anne anschauen, sehen wir, dass sie die Sonne auf der Brust trägt. Und wie mir aufgefallen ist, ist das tatsächlich auch das Logo ihrer Kleidermarke von Blissom. Linda hingegen trägt den Mond als einen kleinen Anstecker auf ihrer Weste. Und bei Lisa ist es ein wenig schwieriger zu erkennen. Allerdings, wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass sie einen glitzernden Stern auf der Schläfe trägt. Und Alex ist natürlich all in gegangen und trägt ihren Blitz gleich mehrfach am Körper. Einmal an der Beanie und an den Schuhen. Unten in dem Kerker von dem Haus in Weldale kann man tatsächlich noch die alte Version von Justin finden. Wenn auch eine etwas geschrumpfte Version. Ich bin mir ziemlich sicher, der Kerl war irgendwie mal größer. Und das ist tatsächlich nicht der einzige Ort, an dem wir Justin vorfinden können. Denn auf der Öbo-Insel bin ich ihm irgendwie schwebend begegnet. Justin, hast du uns irgendwas zu beichten? Und wo wir hier gerade schon bei Darkor auf der Öbo-Insel sind, darf natürlich eine ausführliche Begutachtung von Darkors kleinem Plushie nicht fehlen. Gott, ist das süß. Und als ich hier gerade so hockte, fiel mein Blick auf Darkors, nennen wir sie mal extravagante Sporen, und stellte mir die Frage, hat der Typ überhaupt ein Pferd? Ich glaube, ich habe ihn noch nie reiten sehen. Also, wozu das Ganze dann? Aus irgendeinem Grund hört man bei Doyle's Abbey Musik, selbst wenn man sie ausgeschaltet hat. Und genau hier ist ein kleines Easter Egg versteckt, denn wenn man auf diesen Stein klickt, erscheint der Name Lila Athena Hallenberg. Und sie war eine ehemalige Mitarbeiterin bei SSO, die sich hier scheinbar verewigt hat. Doch das war noch nicht alles, denn der wahre Spaß kommt erst, wenn ihr vor diesem Stein anfangt zu weinen. Denn dann passiert genau das hier. Dieser Druidengeist erscheint und es ist relativ egal, was ihr antwortet, denn bei beiden Möglichkeiten könnt ihr euch am Ende nicht mehr bewegen und ihr müsst euch neu einloggen. Aktuell beim Reitsportfestival gibt es das Dressurset Weiße Sonne zu kaufen und der Artist hat wohl vergessen, bei den beiden Trensen ohne Sperrriemen diese kleine Schnalle hier auszublenden, bevor er die FBX-Datei exportiert hat. Auf dem Tisch der Tierärztin finden sich ein paar Gegenstände, unter anderem eine Salbe, auf der Isbalsam steht. Und nach einer kurzen Google-Suche konnte ich herausfinden, dass es ein echtes schwedisches Kühlgel ist für Pferd und Reiter. Und direkt daneben befindet sich ein Behälter mit der Aufschrift Hestkraft. Was übersetzt Pferdestärken bedeutet und vermutlich irgendein Ergänzungsfutter ist. Und bitte fragt mich nach diesem Hastergaster links. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe ewig gesucht, nichts gefunden. Also wenn ihr die Antwort darauf habt, bitte teilt sie mit mir in den Kommentaren. Und hiermit wären wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Details ihr schon kanntet und welche ich vielleicht im nächsten Video aufnehmen sollte. Also, bis dann. Tschüss.